Naja, wir drehen unser zweites Video von unserem aktuellen Album. Liebe ist für alle da. Und da wir eben halt hier sind und schon für die Tour uns vorbereiten und hier proben, war es natürlich, lag es einfach nahe, dass wir dann hergehen und den Song live performen. Nur für mich bist du am Leben. Ich steck dir Orden ins Gesicht. Dieses Lied hat irgendeinen magischen Sog, dem selbst ich mich nicht entziehen kann, weil der Refrain ist so poppig und so zum Mitschunkeln. Wir haben dazu konträr den Text böse gemacht, um was Schönes zu machen. Also weil es ist so geil, wenn man so mitjubelt und dann erst hört, so schön ist es ja doch nicht, dann haben wir unser Ziel erreicht. Also er ist einfach einer der musikalisch stärksten Songs auf dem Album. Da war sich die Band komplett einig. Stacheldraht im Harnkanal. Legt dein Fleisch in Salz und Eiter. Stirbst du doch, dann lebst du weiter. A good performance video can really do the job that we need to do with videos. And in this case, I think the timing was perfect, considering that Rammstein has been away for 4 years. And the video we just did kind of like created a buzz around the new album. Wir haben dann mal uns versucht, in der Textbranche tätig zu werden. Ich hatte mir gehofft irgendwie, dass meine Mutter das Video nicht sieht, hat es aber dann doch und fand es sogar gut. Insofern war das dann doch nicht so mein Erlebnis. Ich weiß, dass das Video nur auf einem, wie sagt man, auf einem Pornokanal lief, wo man sich einloggen musste oder sein Alter bestimmen musste. Und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt waren es auch die 12 Millionen Zuschauer, die sich da eingeloggt haben. Ich habe gelernt, dass wirklich sich ausziehen hilft. I know that the video had great response, and I've heard that we got a lot of press and that, you know, the single was doing really well. I didn't know it was number one, but that's good news. Beim Pussy-Video hat es 3 Minuten gedauert, die Entscheidung. War auch einstimmig. Alle 6 fanden es gut. Alle 6. Und bei diesem Video kämpfen wir seit 3 Monaten um irgendwas. War eine schwere Geburt. Wir hatten ursprünglich eine ganz andere Idee dazu gehabt. Und sind dann wirklich an der letzten Ausfahrt noch mal kurz abgebogen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, irgendwie, lass uns doch einfach mal ein Ackerlund Live-Performance-Video machen. Da haben seine Augen geleuchtet und er war sich sicher, dass er das beste Performance-Video machen kann. So we'll shoot around 70 rolls of film and every roll of film is 4 minutes. So that would be like, what, 5 hours, right? Just about, a little bit more. To go down to 4 minutes. Bisse Tritte, harte Schläge. Nadelzangen, ein stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Die Leute denken ja immer, wir wollen immer nur provozieren, aber wir müssen schon eine gute Geschichte haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir merken das gar nicht mehr. Also wir haben uns daran schon so gewöhnt, an diese Art von Kunst oder an diese Art von Bildern oder überhaupt an die Art, wie wir Musik machen und Provokationen und so, dass wir das gar nicht vorstellen können, dass irgendwie da Leute sensibler sind und das nicht gut finden, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Hat heute schon eine Radkappe auf dem Kopf. Die habe ich gesehen. Hier ist ganz vorne. Siggi. Stardust. Er hatte die Idee, unbedingt aus dem Mundraum zu leuchten.
Und wir haben ihm gesagt, Till, es reicht, wenn du hier so einen fleischfarbenen Draht langlegst. Das sieht kein Schwein live. Das, die ersten Leute sind 5 Meter weg, das sieht man nicht. Das kannst du völlig machen. Ja, nein, nee, nein, möchte ich nicht. Ich möchte hier ein Loch in der Backe haben, dann machen wir so ein Loch rein, dann Loch ösen, dann machen wir ein Draht durch. Und wir so, okay. And do this, all the way from left to right, to left, to right. A little faster. All the way, more. Yeah, that's good with the smile. Open your mouth. Nice. What else would you expect? Of course he, I mean, that's the way they do stuff here with Rammstein. They do it all the way. I mean, it could have been a cable going this way, but if it could go here, it's better. So he did it. It's a better story to tell. Du bist das Schiff, ich der Kapitän. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Und abends, wenn er witzig sein will, zieht er dann den Korken da raus und trinkt was, macht so und dann sprüht er das raus. Und das findet er gut. Ist total entzündet, kann man sterben von, aber ihm geht's gut. Er hat sofort gute Laune, habe ich so gesehen. Wunderbar. Finde ich auch total beeindruckend, dass man so viel also für die Kunst opfert. Das tut dir gut. Hört, wie es schreit. Ich tu dir weh. Till braucht Schmerzen. Die Texte sind ja nicht alle aus dem Finger gesogen. I can tell when I shoot the performance, I can see in Till's face that it comes from, you know, a real place. You know, there's a lot of darkness in there. Es geht nur noch aufrüsten. Es gibt kein Abrüsten bei Rammstein mehr. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade manchmal mitunter. Manchmal würde man sich schon freuen, irgendwie einfach eine Show zu machen ohne irgendwas. Aber es funktioniert bei Rammstein einfach nicht mehr. Also es ist nur noch volle Ladung. Und naja, siehst du ja. Wir fahren jetzt mit 20 Trucks los. Wollten eigentlich, letzte Tour waren wir mit 13. Hat unser Manager gesagt, okay, 14 ist okay, 15. Dann wurden 17, 18, jetzt sind wir mit 20 Trucks. Wir sind viel zu over budget, sagt der Amerikaner. Ja? Und müssen wir mal sehen, müssen. Am Ende bleibt nichts übrig. Die waren pünktlich, nein, ja. Kann man gleich mal Beweise hier. Ja, 14.04, ja. Ich glaube, wir dann irgendwie Overpayment machen müssen, ja. Schon fertig. Ist so die Idee, dass wir innerhalb in diesen 3 Jahren touren wollen. Wir haben so einen Rhythmus von 6 Wochen spielen und 4 Wochen frei. Und wollen 200 Shows machen. Das sind ungefähr 2,5 Jahre bis zu 3 Jahre. Und was ihr da an Licht hinhängen, klingt wie chinesisch, hinhängen. Das sehen wir ja gar nicht, wenn wir auf der Bühne stehen. Das sehen die nur im Publikum. Bis jetzt setzen wir das Geld der Fans gut um. Also gibt schon mal zu kicken. Flake muss immer viel erdulden von Till. Beim letzten Mal saß er im Kochtopf und wurde gegrillt. Also er ist das gewöhnt. Er ist Kummer gewöhnt. Wir wollen auch nicht, dass hier was passiert. Also hier kann man sich einfach draufschmeißen. Ja, 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 das kibbelt so weg. Das haben wir extra so. Cool. Was sagt Till? Eisenmike hat gerade jetzt die Badewanne mitgebracht. Die hat er auf Tills Anweisung hingeschweißt. In dieser Badewanne wird Flake misshandelt von Till. Er wird mit flüssigem Metall überkippt. Um den Liedtext Ich tu dir weh bildlich zu unterstreichen. Weil der Flake der Schwächste der Gruppe ist, und dann muss er immer dran glauben, weil er es nicht wehren kann. Till ist der Stärkste und deswegen ist immer Flake Mode. Das ist eine Beleidigung, die ich hier nicht hinnehmen werde. Also er ist natürlich geschützt, er liegt natürlich nicht im offenen Feuer, aber man muss schon alles richtig machen, sonst ist das eine durchaus sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich kenne Till jetzt schon eine Weile und der passt dann auf, dass mir dann nichts passiert. Komm raus! Es gibt sicherlich Bands, die auch Pyrotechnik einsetzen, vielleicht auch in einer vergleichbaren Menge von der Effektstückzahl.
Ich denke aber, dass Rammstein mit der Art der Effekte, also wie nah sie Effekte an sich heranlassen, am Körper selbst haben und auch mit den Ideen, die sie da einbringen, schon einzigartig sind. Ich tu dir weh. Ich freue mich wirklich drauf. Wir waren 4,5 Jahre nicht mehr auf Tour und das ist so ein bisschen wie, wenn man 4,5 Jahre ein Mädchen datet und nicht wirklich zum Abschluss kommt. Insofern freue ich mich irgendwie ziemlich, dass wir endlich mal wieder irgendwie auf der Bühne stehen können. I think I burned some hair on my arm because you can really feel the, you know, my hair would go like poof in a second. That would be a good story though, to come home with no hair because of Rammstein. I would like that story, that would be cool.